St. Holschi hat so viel von mir übernommen. St. Holschi hatte so eine enorme Macht über mich. Ich wäre bereit gewesen, alles für St. Holschi in Kauf zu nehmen. Das war alles für mich. Man hätte mir sagen können, ja, da springen Leute von der Brücke und bringen sich wegen St. Holschi um. Das hätte mich nicht interessiert, weil du eben davon überzeugt bist, von dem, was du machst. Mein Name ist Sabrina, ich bin 35 Jahre alt und ich bin Ex-Scientologin. Wie bist du auf Scientology gestoßen? Meine Eltern hatten sich damals getrennt, als ich 15 war. Und mir ging es einfach nicht gut. Ich befand mich nicht in so einer guten Lebenslage. Meine Familie hat viel gestritten zu Hause. Und die Mutter meiner besten Freundin, die hatte mir dann gesagt, dass es da was gibt, was sie mir empfehlen kann, was mir helfen kann, mein Leben wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und sie hatte mir dann das Buch gegeben, Was ist Scientology? Das habe ich dann damals gelesen und habe dann den Gefallen daran gefunden. Bist du sauer auf die Mutter deiner Freundin? Nein, weil es für die Mutter meiner besten Freundin ist Scientology immer noch richtig, die ist immer noch dabei. Für sie war das einfach etwas, sie hat gesehen, ich leide, sie hat gesehen, ich brauche Hilfe. Und sie hat einfach gehandelt, wie jemand, der jemandem helfen will, handelt, mit dem zu helfen, was dir selbst ja auch geholfen hat. Wie bist du dazu gekommen, für Scientology zu arbeiten? Mir, meiner besten Freundin, wurde versprochen, dass wir in Berlin helfen können, eine neue Zivilisation aufzubauen, welche zum Beispiel eben das Leben von den Berlinern verbessern kann, einfach so an wie ein Schiff aufbauen, was so Sicherheit geben kann. Und uns wurde auch versprochen, dass wir finanziell ausgesorgt sind, dass wir finanziell uns nicht sorgen müssen oder dass wir zum Beispiel einen Jacuzzi auf dem Dach haben werden, dass wir in dem Gebäude leben werden. Und ich meine, als 18-Jähriger wärst du dumm gewesen, hättest du Nein gesagt. Wie hoch war das Gehalt bei Scientology? Also das Höchste, was ich mal gekriegt habe in der Woche, waren 120 Euro. Und das Niedrigste war nichts. Also es gab auch Wochen, da gab es nichts. Und so der Durchschnitt war zwischen 50 und 80 Euro. Aber man muss auch bedenken, man hat fast 14 Stunden am Tag arbeiten. Also das ist nichts. 80 Euro in der Woche für so viele Stunden, das ist nichts. Was ist Scientology überhaupt? Scientology ist ein Wirtschaftsunternehmen. Es wird von Scientology selbst jedoch als eine Religion bezeichnet. Die glauben an diesen Xenu, diesen Menschen oder was auch immer das war, der da diese ganzen Tetane, geistige Wesen eigentlich bedeutet, auf diese Erde zurückgeschickt haben. Das Lustige eigentlich an der ganzen Sache ist, ich zum Beispiel oder auch Menschen, die jetzt nicht so weit auf dieser geistigen Brücke sind, wo man diese ganzen Schritte macht, wissen davon gar nicht. Wie ist Scientology organisiert und wie wird es finanziert? Jeder Kontinent hat eine Managementorganisation. Für Europa ist es Kopenhagen zum Beispiel. Du hast dann auch Management International, das ist in Los Angeles und von da wird das Ganze halt überwacht. Also Scientology kostet eigentlich alles Geld, egal was du machst, alles kostet Geld. Und ich habe mal ausgerechnet, die ganze Brücke, man nennt es Brücke in Scientology, von unten bis ganz nach oben, kostet ungefähr 800.000 Dollar. So, das ist aber nur der Schritt von unten nach oben. In der Zwischenzeit hast du dann noch ganz viele andere Dinge, die man machen muss. Also du kommst locker auf 1 Million. Und Scientology lebt von den Spenden von den Gemeindemitgliedern. Das ganze Geld, was da reinkommt, das ist viel, viel Geld, wie man das wahrscheinlich sich ausdenken kann, ist viel Geld. Und den Scientologen, also den Gemeindemitgliedern, wird erzählt, dass das Geld, was sie spenden, dass das für Gemeindeprojekte eingesetzt wird. Also sei das jetzt für den Kampf gegen Drogen oder für den Kampf gegen Psychiatrie oder was auch immer halt dann erzählt wird. Fakt ist, schlussendlich, das ganze Geld, was man einnimmt, was Scientology einnimmt, kriegt David Miscavige. Was ist ein E-Meter? Also ein E-Meter wird in der Fachsprache auch ein Lügendetektor genannt. Wenn man einen Kurs abgeschlossen hat, dann muss man zu einer Überprüfung gehen, damit diese Person, die an dem anderen Ende von diesem E-Meter sitzt, überprüfen kann, ob du diesen Kurs verstanden hast. Und es muss eine bestimmte, auf dieser Anzeigentafel muss es eine bestimmte Reaktion von der Nadel geben. Nur wenn du diese bestimmte Reaktion von der Nadel hast, dann hast du diesen Kurs abgeschlossen. Es nennt sich eine schwebende Nadel. So, und dass ich wusste, okay, ich muss diese Nadelreaktion haben, sonst muss ich den ganzen Kurs nochmal studieren. Und dann erzählst du einfach irgendwas, was dich happy macht.
du sprichst einfach darüber, ja, gestern habe ich das und das erlebt und dann, ah, danke, deine Nadel schwebt und ja, so kannst du das austricksen. Ich weiß nicht, was es misst, aber es, Scientologen sagen, dass die, durch die Berührung von den Dosen mit deinen Händen, dass da wohl irgendwie diese Rezeptoren gemessen werden. Aber ich bin kein Physiker, ich kann das nicht sagen. Glauben die obersten Scientologen selbst an Scientology? Das habe ich mich auch schon gefragt. Es gibt halt da auch verschiedenste Meinungen, weil der Führer, der David Miscavige, der hat ja unter dem Gründer von Scientology, dem L. Ron Hubbard, hat er ja gearbeitet. Und Aussteiger, die mit dem L. Ron Hubbard zusammengearbeitet haben, sagen ja, dass der eigentlich ganz genau wusste, dass das, was er da tut, nicht wirklich Hand und Fuß hat. Er hat auch selber gesagt, wenn du reich sein willst, musst du einfach eine Religion starten. Leben Scientologen isoliert oder ganz normal in der Gesellschaft? Ich würde mal sagen, als Mitarbeiter lebst du schon eher isolierter. Also man guckt halt schon auch drauf, dass wenn jetzt jemand Neumitarbeiter wäre, dass man bei anderen Scientologen unterkommt, weil natürlich die Gefahr immer besteht, wenn du mit einem Nicht-Scientologen zusammenlebst, dass der ja kritisch sein könnte gegenüber Scientology. Und das wäre wiederum ja schlecht für das Image von Scientology. Scientologen leben schlussendlich in ihrer Bubble. Also das nennt man ja auch so, da gibt es nicht viel von außen, was reinkommt. Wie sieht Freundschaft innerhalb von Scientology aus? Also in Scientology gibt es eigentlich sowas wie Freundschaften nicht. Man hat Freunde, ja, aber sobald man zum Beispiel über jemanden etwas erfährt, was gegen die Richtlinien von Scientology geht, muss man diese Person eigentlich verpetzen. Man muss eben so einen Bericht schreiben. In Scientology nennt man das einen Wissensbericht. Da schreibst du alles über die Person auf, was die Person gemacht hat. Die kleinsten Sachen. Du musst einfach alles aufschreiben. Also du bist eigentlich verpflichtet, deine Freunde zu verpetzen. Und das hat ja nicht viel mit Freundschaft zu tun. Deswegen sage ich, man hat nicht wirklich Freunde in Scientology, man ist einfach eine Gemeinschaft. Aber ein Freund verpetzt ja seinen Freund nicht. Stimmt es, dass Scientology-Mitglieder jeglichen Kontakt zu Leuten abbrechen müssen, die auch nur minimal kritisch darüber denken? Ja, das stimmt. Das ist so. Also ich hatte meine Eltern, die sehr kritisch waren. Meine Eltern sind ja keine Scientologen. Ich konnte das so handeln, sage ich jetzt mal, dass ich einfach das so ein bisschen unter der Decke gehalten habe. Also ich habe auch nicht unbedingt immer gesagt, was sie mir alles an den Kopf werfen. Ich habe das halt so ein bisschen versucht im Schach zu halten. Es ist mir auch sehr gut gelungen, weil ja, die Verbindung mit meinen Eltern abbrechen wollte ich jetzt damals nicht unbedingt. Aber ich kenne Fälle, da mussten die Eltern mit dem Kind die Verbindung abbrechen, weil die Person halt kein Scientology mehr machen wollte. In Scientology probiert man das zwar zuerst, die Situation zu lösen, aber meistens funktioniert das nicht, weil ein Kritiker hat seine Gründe, warum er kritisch ist. Und wenn man die Situation nicht lösen kann, dann wird von dem Scientologen eigentlich erwartet, dass er diese Verbindung zu dieser kritischen Person abbricht. Wie wird über Nicht-Scientologen gesprochen? Das ist eine sehr gute Frage, weil es ist eigentlich sehr kontrovers. Eigentlich sind Nicht-Scientologen in den Augen von Scientology nicht viel wert, weil sie halt eben nicht Scientology anwenden. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass Scientologen daran interessiert sind, Nicht-Scientologen zu Scientologen zu machen. Trotzdem sprechen sie nicht gut über sie. Also es ist sehr zwiespaltig, was da zum Teil abgeht. Was glaubst du, warum ausgerechnet so viele Stars Scientology beitreten? In Los Angeles gibt es ein Celebrity Center. Das ist eigentlich ein Zentrum nur für berühmte Leute. Ich meine, zum Beispiel bei Tom Cruise war es ja so, der kam damals durch seine damalige Freundin rein, die jetzt mittlerweile aber auch nicht mehr bei Scientology ist. Tom Cruise hatte ja das Problem, dass er Legastheniker war. Und für einen Schauspieler ist das ja eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Und er sagt, Scientology hat ihm geholfen, dass er heute kein Legastheniker mehr ist und er verdankt Scientology seinen Erfolg als Schauspieler. Was ist das Gefährlichste an Scientology? Scientology will alles von dir nehmen. Also Scientology wird, ob du das willst oder nicht, der Inbegriff deines Lebens. Finanziell, liebesbeziehungsmäßig, familiär. Scientology ist deine ganze Welt dreht sich nur um Scientology. Alles, was du tust, tust du zum Wohle von Scientology. Das Gefährliche ist eigentlich dabei, dass sie von nichts Rücksicht nehmen. Also wenn du kein Geld hast, dann wird geguckt, okay, kannst du einen Kredit aufnehmen? Kannst du jemanden fragen, der dir Geld ausleiht? Es ist egal, ob du Nein sagst. Ein Nein wird nicht akzeptiert. Eine Scientologin, die kannte ich von früher, mit der war ich Mitarbeiterin in Berlin, hatte mal gesagt, wir sind wie Rottweiler, wir lassen nie los. Was war das Schlimmste, das dir bei Scientology passiert ist? Du arbeitest da den ganzen Tag
und kriegst trotzdem halt immer das Gefühl, es ist nie gut genug, es ist nie richtig, was du tust. Mein Vorgesetzter hatte mich auch angegriffen, also körperlich auch angegriffen. Er hat mir gesagt, ich soll eine Sache so ausführen, wie er das möchte. Und ich fand das halt nicht gut. Und dann ist er ausgetickt. Er hat mich hier gepackt an den Armen. Und er war ziemlich, ziemlich kräftig, also muskulös. Und da hat er mich gegen die Wand gedrückt und hat mich geschüttelt und mich angeschrien. Und er war sehr nahe, also hier ist mein Gesicht und hier war seins. Also es war schon sehr nahe. Ich habe ihm dann gesagt, er soll damit aufhören, er soll das lassen. Und hat er aber nicht, er hat dann einfach weitergemacht. Er war völlig in Rage, also der war wie wenn er irgendwie falsch abgebogen ist. Und irgendwann hat er dann von mir gelassen und ist dann weggelaufen. Gab es einen bestimmten Moment, wo dir das Unrecht bewusst geworden ist? Der Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war, als Scientology in Basel war das dann bereits wieder, gegen meine beste Freundin angefangen hat zu schießen, weil sie einfach ihren Lebensstil geändert hat. Ich habe dann selbst eine E-Mail gekriegt von einem Mitarbeiter vom Management in Kopenhagen. Den kannte ich von früher. Der hatte mir dann geschrieben, dass ich heute so verantwortungslos bin und wie kann das sein, dass ich doch früher so ein hingebungsvolles Mitglied war, dass ich alles gemacht habe und heute mache ich gar nichts mehr. Die Last der Welt lastet auf meinen Schultern. Wie kann ich das denn verantworten? Das hat mich einfach echt übel fertig gemacht. Und das war dann eigentlich ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, stopp. Wie kann jemand, der mich eigentlich nicht wirklich gut kennt, so über mich urteilen? Ja, und dann habe ich halt mal einen Schritt zurück gemacht und habe mir dann mal die andere Seite angeguckt. Ich muss vorher aber noch sagen, dass der Freund meiner besten Freundin mir vorgängig schon immer wieder Videos gezeigt hat von der anderen Seite, also von Aussteigern. Und das hat dann schon angefangen, langsam den Stein ins Rollen zu bringen, weil ich gesehen habe, anderen Menschen passiert das Gleiche wie mir. Die können ja nicht alle lügen, die können ja nicht einfach alle das Gleiche erzählen. Also das muss ja der Wahrheit entsprechen. Wie bist du aus Scientology ausgestiegen? Ich habe dann der Basler Zentrale geschrieben, dass ich halt austreten möchte, dass es für mich nicht mehr stimmt. Die wollten dann natürlich, dass ich reinkomme, dass ich mit denen mich zusammensetze, um das Problem zu besprechen. Und da ich ja selbst Mitarbeiter war, wusste ich, was das Ziel dieses Gesprächs ist und habe dann gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Und ich habe dann auch ziemlich schnell zwei Posts gemacht bei Facebook, wo ich zwei Bücher von Aussteigern hingepostet habe und drüber geschrieben habe, zwei der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und das hat halt eine mega Welle gemacht, weil ich dann auch sehr viele Freunde in meinem Freundeskreis hatte, die Scientologen waren. Dann haben sie dann angefangen, uns zu stalken, also mich und meine beste Freundin, weil wir sind ja zusammen ausgetreten. Und ja, das war dann schon ein bisschen creepy teilweise. Sie waren einfach überall, wo wir waren. Also bei meiner Arbeitsstelle sind die plötzlich aufgekreuzt. Die ganzen Monate vorher, wo ich noch bei Scientology war, ist das nie passiert. Sie waren im Kino. Sie waren immer zur gleichen Zeit im Supermarkt, wenn wir es auch waren. Und das ist kein Zufall. Wie hat sich dein Leben nach dem Ausstieg verändert? Also das Erste, was ich gemacht habe, als ich aus Scientology raus bin, ich habe Scientology gegoogelt, weil das ist etwas, was man in Scientology nicht tun darf. Man darf Scientology nicht googeln. Das Zweite, was ich gemacht habe, als ich raus bin, der Freund meiner besten Freundin, der hatte mich dann zum Psychiater geschleppt und gesagt, jetzt gehst du mal über deine Probleme reden. Ich musste halt das einfach mal irgendwie verarbeiten, weil ich hatte jahrelang, hatte ich Albträume von Momenten, wo ich immer noch drin war, von Szenen, die mir dann eingefallen sind und ich Angst bekam, wenn ich Scientologen auf der Straße gesehen habe, dass sie mich mitnehmen und so. Also das hatte schon seine Spuren hinterlassen. Heute würde ich sagen, also seit 2 Jahren würde ich sagen, geht es mir viel, viel besser. Klar, es ist immer noch ein Teil von mir, es wird wahrscheinlich auch immer ein Teil von mir sein, weil es war ja 13 Jahre ein Teil von mir und das mit einem Alter von 15. Ich bin auf einem sehr guten Weg und das, was ich mache, in den Medien über Scientology zu sprechen, andere Leute darüber aufzuklären, ist für mich persönlich sehr wichtig, weil ich einfach verhindern möchte, dass Menschen das Gleiche passiert wie mir. Was empfiehlst du Personen, die Scientologen in ihrem Umfeld haben? Also das Wichtigste ist, dass man einfach ein Freund ist für diesen Menschen. Einfach nicht kritisieren, nicht bemängeln, was sie tut, auch nicht irgendwie sagen, Scientology ist scheiße, man kann sich seinen Teil denken, man muss es aber der Person nicht sagen, weil was damit passiert, man treibt die Person nur noch weiter zu Scientology, statt dass man eigentlich probiert, eine neutrale Person zu bleiben, weil wenn die Person irgendwann mal austreten will, dann braucht sie jemanden in der Außenwelt, sage ich das jetzt mal, zu welcher sie hingehen kann, wo sie Schutz finden kann, wo sie Hilfe finden kann. Und wenn sie das nicht hat, dann wird sie nie aussteigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Like da.
Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, wie es ist, einen Exorzisten als Vater zu haben, dann klickt hier.